Hallo, ist der Frank. Ich möchte mit dir mal kurz über das Thema Potenzialerfüllung reden. Was heißt das konkret? Ich möchte dir mal zwei Personen vorstellen. Auf der einen Seite haben wir den Dieter Dampf. Also der Dieter Dampf, der sieht gut aus, der ist gut gekleidet, der hat ein gutes Deutsch. Also von seinem Auftritt her ist er eher einer der Marke Wow, hui. So, du siehst den Dieter Dampf, vielleicht kennst du ja einen in deiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, und du denkst dir, Mensch, also der hat ja wohl ein ganz, ganz hohes Potenzial, ein super Kommunikator zu werden. Also wirklich, also sein Potenzial, das hätte ich mal gerne. Und tatsächlich liegt das Potenzial des Dieter Dampf liegt bei, sagen wir mal, 200 Punkten. Leider kann sich Dieter Dampf Kommunikationstechniken nur sehr schwer aneignen. Das macht er nicht gut. Ja, und wenn er sich irgendwas mal angeeignet hat, dann wendet er das nicht an. Das kann er noch schwerer. Daher erreicht er in der Umsetzung nur 20% seines möglichen Potenzials von 200 Punkten. Und das sind gerade mal 40 Punkte. Okay. Solche Menschen gibt es. Auf der anderen Seite kennst du vielleicht auch einen Felix Fleißig. Der ist von Hause aus zwar nicht mit einem brillanten Deutsch ausgestattet, so wie es vielleicht Dieter Dampf ist. Und vielleicht ist auch die Bildung von Felix Fleißig nicht die höchste. Jetzt lernst du den Felix Fleißig kennen und du denkst dir, naja, der Felix. Der hat wohl ganz wenig Potenzial, aus dem wird wohl nie ein guter Kommunikator. Ja, und tatsächlich liegt das Potenzial bei dem Felix bei ca. 100 Punkten. Zur Erinnerung, beim Dieter Dampf waren es 200 Punkte. Nur, Felix, der ist von sehr, sehr schneller Auffassungsgabe. Er hat eine steile Lernkurve und das, was er lernt, das wendet er auch an. Daher erreicht er in der Umsetzung ganze 50% seines Potenzials. Und das sind in seinem Fall 50 Punkte. Und ganz ehrlich, wie hoch dein individuelles Potenzial absolut ist, das ist Schiete egal. Was nicht egal ist, das ist der Prozentsatz, wie viel du von deinem individuellen Potenzial umsetzen kannst. Wie hoch ist es bei dir? Du hast gerade einen sehr wichtigen Aspekt des Erfolgskreislaufes kennengelernt. Und mehr dazu? Und du erfährst auch, warum es einfach ist, Dinge, die einfach sind, nicht zu tun? Das alles erfährst du im Bronzekurs des verbalen Aikido. Schau dir den doch vielleicht mal an. Okay, also viel Erfolg bei der Ausschöpfung deines Potenziales. Ich freue mich, dich zu hören im Kurs. Bis dann, dein Frank. Ciao.